deutschen Meister Borussia Mönchengladbach hält an. Bekannte Stärken wie mannschaftliche Geschlossenheit und ideenreiches Kombinationsspiel waren heute in Bochum kaum zu sehen. Einzelaktionen vor allem von Bonhoff prägten den Gladbacher Stil. Wimmer zwar laufstark, aber ohne große Wirkung. Erneut Bonhoff, ein Fehlpass, der sich kaum mehr erklären lässt. Zur Halbzeit noch 0:0, 18.000 Zuschauer. Die Tore für den abstiegsbedrohten VfL Bochum resultierten aus eklatanten Gladbacher Fehlern. Beim 1:0 nach 47 Minuten ein erneuter, fast unentschuldbarer Fehler Bonhoffs. Die Zeitlupenwiederholung verdeutlicht dies. Köper hatte nur wenig Mühe, Kleff zu überwinden. Erneut Bonhoff, in der Offensive noch wirkungsvollster Gladbacher. Die beste Leistung von Torwart Scholz, noch einmal in der Zeitlupenwiederholung. In der Schlussphase war Bochum konditions- und angriffsstärker. Gladbachs viel zu großzügige Raumdeckung kam dem entscheidend entgegen. 2 Minuten vor Spielende bereitete sich die Borussia mit einem weiteren gravierenden Abspielfehler die endgültige Niederlage selbst vor. Kaczor ließ Kleff keine Chance. Die Entwicklung zu diesem Tor noch einmal in der Wiederholung. Vogts zu weit aufgerückt. Und auch Wittkamp deckte nicht eng genug. Trainer Udo Lattek war fassungslos, wie des Öfteren in letzter Zeit. Es war die zweite Meisterschaftsniederlage hintereinander.